Was bisher geschah? Der Teddy. Der ist gehüpft. Direkt den Geist gefunden. Ciao. Wie alt bist du? Sprachbox? Ich wusste es. Oh, oh. Das war so klar, ey. Und heute? Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann du die Folge gerade anschaust. Ja, herzlich willkommen, ne? Bei einer weiteren Folge von Phasmophobia mit mir, den Zarion, mit meinem Bruder Tova Erio und seinem Kumpel, ich weiß jetzt nicht, wie er ingame heißt. Auf jeden Fall werden wir heute mal die Prison Map machen. Yo! Yo. Ah, mach mal den Dings auf Push to Talk. Wieso? Wir sind doch eh irgendwann getrennt. Ja, aber man hört alles, Junge. Hä, so laut bin ich doch gar nicht. Direkt kicken. Also kann ich das Ingame gar nicht ändern. Okay, ja. Warum im Leben nicht? So, auf jeden Fall entdecken Sie, welche Art des Geistes, bla bla bla. Reinigen Sie den Bereich mit Räucherstäbchen, haben wir einmal mitgenommen. EMF-Reader und stellen Sie an, hat einen Bewegungssensor. Mary Clark. Oh, Alter, ich mach den noch leiser. Nein, ich weiß, wer ist da jetzt wirklich? Mary Clark! Oh, Alter, dein Voice, ey. Mary Clark, ja? Ja, Mary Clark! Spielen wir auch Profi? Ja, klar. Okay, gut. Mary Clark. Ja, mach heute mal ein bisschen anders, ne? Ich als, bin der Kamera. Als sonst. müssen wir mal gucken hier, wie weit irgendwie. Was hab ich denn hier in der Hand? Ach, das ist die Tube Salz. Taschenlampe. Was ist das? Wir sind hier vorm Blaulichtreport. Okay. Und hier Fingerabdrucks. Taschenlampe, einfach Rotkamera da, wie auch immer die gerade heißt. Na, JC, fühlst du dich an wie zu Hause hier, oder? Du weißt, Jay heiße. Man macht sich nicht über meinen Namen. Na, ich hab's gebimmelt. Wie groß ist denn das hier alles? Riesig. Es gibt auch einen zweiten Stock. Oh, nö. Steps, oder? Hast du das gerade gehört? Oh. Ich glaube, der Geist ist hier bei mir. Kannst du ja mal fragen, ob er ein Zeichen geben möchte. Ja, ich glaube, der ist hier bei mir. Entschuldigung. Entweder hier oder oben war der. Hat jemand von euch gerade die Tür aufgemacht? Nee, ich sag dir, die Sounds hörst du jedes Mal. Überall. Da zum Beispiel auch wieder. Aha. Hier kommt man nicht weiter, das ist eine Sackgasse hier. Ja. Wir müssen wahrscheinlich nach oben. Unglaublich. Muss ich den erstmal hier perfekt einstellen? Aha. Die Türen sind schon heftig. Was sind die? Ja. Die Türen heftig. Sind schon krass. Ah. Aber ich frage mich ja, wenn jetzt der Geist handelt, der kann uns doch sehen, oder nicht? Ja, er kommt ja nicht rein, weil er nur der KI ist. Du bist eigentlich immer ziemlich gefickt, wenn der Geist am Handeln ist. Ah, der sieht doch vielversprechend aus hier.
Ja. Hm. Stimmt, du kannst ja hier in die Computer und das Licht anmachen. Warte. Mach mal alle an. Dann ja sollte hier alles leuchten. Ja. Nice. Ja, alles ist auch gelogen. Ja, die Zellen halt. Aber schön nach einer Zelle aufpassen, die eventuell ein bisschen offen ist. Ja, Mary Clark kommt halt einfach noch nicht. Ja, wir brauchen 5 Minuten. Ja. Eigentlich müssten wir schon. Eigentlich, ich hab sie da hinten eigentlich schon gehört, deswegen verstehe ich nicht, warum wir jetzt hier noch rumlaufen. Ah ja, moin, ciao. Lol. Ja, aber die Frage ist, wie kommen wir denn rein? Ja, aber die Sounds hörst du halt richtig oft. Ja, aber ich hab Steps gehört. Die sind so, als wenn der Geist loslaufen würde. Nee, das ist der Teppich. Hier gibt's einen Teppich, der hört sich genauso als wie Geisterschritte. Nee, aber JC war hinter uns und du warst neben mir und vor mir habe ich was gehört. Kann ich dir auch zeigen, wenn wir wieder... Nee, komm, 20 Euro, dass ich recht hab. Er hat ja doch meinen EMF-Reader ausgeschlagen. Der war ja noch nicht am Handen. Muss ja nicht immer EMF ausschlagen. Richtig. Da hast du den Ausgang. Warum fällt die Kamera runter, wenn ich die drücke? Ah, nein! F. Na, mal gucken, ob wir hier irgendwie zurechtfinden. Weil es ist wieder so eine große Map. Weil Schule war schon richtig groß. Asylum war ordentlich. Wir wollen in real life auch so ein Prison besuchen und verlassen es. Und jetzt hier die Map, die deswegen haben wir gemacht, weil wir zu dritt sind, das ist ein bisschen einfacher. Warte, wer von euch hat gerade die Tür zugemacht? Wo ist ein eckiger Kameraraum? Scheiße. Ah ja, moin. Kameraraum ist im LKW. Habt ihr mal auf den Tacho geguckt? Weil ich glaube, die 5 Minuten sind jetzt rum. Nee. Der Geist hat die Lichter ausgemacht. Immer kleines Ballon, ja. Ja, die PCs sind auch aus. Oh Mann, ey. Hier sollte jetzt der Geist sein. Ja, irgendwo hier. Ich weiß nicht, wie man nach oben kommt. Deswegen würde ich jetzt, hätte ich jetzt gerade mal hoch, aber... Ich weiß, wo die... Warte, komm mit. Ich weiß, wo die... Warte, kannst du mal eine Kamera hier hinstellen? Ich hab mir aber nur die eine mit. Na, dann hol doch gleich... Na, hier so am besten hier vorne so hin. Dass wir den einen Bereich hier schon mal abscannen können. Und falls du die Kamera, die zweite Kamera holst, kannst du ja schon mal gucken nach Orbs oder so. Ja, dann also machen wir die Kamera hier hin, ne? Na, Profi am Werk. Jo, Tür ist offen. FBI, open the door. Na, dreckiges Water. Oha! Oh, wie viel? Hier auch. Julian hatte gerade EMF. Ja, EMF 5. Schmeißen wir mal die Blackbox hier hin. Na, ich komm mal direkt ab, ciao. Warte mal, was EMF 5? Ja, Geisterbox, EMF5. Ich komm mal nach Finger drücken. Direkt zum Eintragen. EMF5, Geisterbox, zack. Boah, ich dachte, jetzt kommt der Geist. Also Fingerabdrücke habe ich keine gesehen. Wo ist eigentlich Julian hin? Mutze? Mutze? Ach, da ist er, ja. Würde ich sagen, holen wir mal die Kamera aus dem Van. Noch ein Viertel. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt jedes einzelne Waschbecken fotografierst, kriegst du dann pro Waschbecken 10er oder? Keine Ahnung. Naja, hast ja 20 Fotoapparate mitgenommen.
Er sprintet aber auch um dein Leben, ey. Stop. Do not enter until instructed by officer. Aber das... Okay. Dann hast du ja direkt Panik gekriegt, oder? Dafür, dass es doch Profi ist, das ist bis jetzt noch ziemlich langweilig. Ist auf Anfänger. Ernsthaft? Ja. Profi geht noch gar nicht. Profi geht erst ab Level 20. Ich hab da auch schon Profi gespielt. Nee. Fortgeschritten hast du gespielt, wenn dann. Nee, mit Phil und so hab ich schon Profi gespielt. Ja, die sind doch schon alle Level 20. Ja, dann die anderen ja. Yo! Warte, jetzt stell ich noch hier so eine Cam auf. Ich weiß nicht, wie funktioniert das jetzt? Kenne ja nichts. Ah, jetzt. Hier, lieber Geist. Ein bisschen Räuscherbäuscher. So. Ich gehe ja mal raus. Und hat er was geschrieben? Oh, er antwortet einfach nicht. Mary Clark. Das Deppchen scheint rum. Gib uns ein Zeichen. Der weiß nicht mehr, wo einer. Der wird jetzt eher erstmal nicht kommen, weil der jetzt inaktiv. Mary Clark, wie alt bist du? 47. Boah. Nee, Julian hat die. Dann müssen wir vielleicht nochmal nach Fingerabdrücken gucken. Ah doch, Geister ob. Ja, schon mal eintragen. Boom. Es ist ein Djinn! So, dann haben wir alles. So, wollen wir nochmal machen oder wollen wir zumachen? Na, wir haben ja alles. Alles klar, dann mache ich die Kiste zu. So, na da, Tova Irio. Wollen wir zumachen? Ja, klar. Okay. Rede ich nicht die ganze Zeit, oder? Nein. Nee. Ach so, ja, ich hab gerade den falschen Knopf gedrückt. Einmal mit Profis. Tschau, moin. Oh, $65 auf Anfänger. Easy. Ja, kurz mal hier die Abmoderation machen, ist ja hier unglaublich. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, hat euch gefallen die Folge. Mal gucken, was wir jetzt noch uns rauswürsteln, weil war jetzt Prison auf Anfänger und das ist, naja, wer ja gesehen hat, nicht einmal den Geist gesehen. Dafür alle Hinweise bekommen. Join ich gleich nochmal rein. Dann gucken wir, was wir jetzt machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Phasmophobia, Dead by Daylight oder was ich sonst so auf meinem Kanal versteckt habe. Also, ich bedanke mich, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.